Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Dropsy Let's Play. Ich weiß, wir waren in letzter Zeit nicht sonderlich erfolgreich und das Let's Play wird eher ein wir laufen ziellos durch die Gegend und klicken hier, klicken da, sind unerfolgreich, laufen noch tausendmal durch die Gegend und nochmal und nochmal und ja, ich hoffe einfach mal, dass wir heute etwas erfolgreicher sind. So sind Point-and-Clicks nun mal leider. Weiß auch nicht. Ich bin nicht so der erfolgreiche Point-and-Click-Spieler, wie ihr festgestellt habt. Ja, muss ich gar nicht erklären. Habt ihr ja gesehen. Klicken wir einfach mal auf Weiter. Oh nein. Oh nein, jetzt ist mir das schon wieder passiert. Ach, das Problem hatte ich schon mal. Einen Moment. Das passiert mir irgendwie jedes Mal, wenn ich Dropsy starte und eigentlich weiterspielen will, dass ich aus Versehen auf Neustart klicke statt auf Weiter, weil hier einfach nichts beschriftet ist und man nur diese drei dummen, nichtssagenden Knöpfe hat. Und das hier heißt nicht Weiter, sondern von vorne beginnen. Das hier heißt Weiter. Fail. Hier. Ja. Huch, das sieht auch schon besser aus. Muss mich erstmal kurz zurechtfinden. Wo waren wir? Was hatten wir? Richtig, wir hatten 1000 Kassetten, von denen ich nicht weiß, ob das jetzt einfach Sammelgegenstände sind oder ob die wirklich relevant sind für irgendetwas. Dann vermissen wir weiterhin unseren Hund. Und ich muss dazu sagen, die letzte Aufnahmesession ist schon ein Weilchen her. Und ich habe wirklich nicht vor, wieder so viel dumm herumzulaufen. Also zur Not schneide ich das vielleicht ein bisschen zusammen. Weil, das wird dann auch einfach zu langweilig, wenn man das immer, weiß ich nicht. Wenn man tausendmal am gleichen Ort vorbeikommt, ohne dass irgendwas passiert. Okay, das will ja nicht, dass wir das nehmen. Aber da war noch irgendwas. Ich frage mich halt immer, wenn wir so Sachen sehen, uns angucken, ob das Hinweise auf irgendwas sind. Weil, dummerweise, diese komische Pixelschrift, die kann ich nicht lesen. Sagte ich komischerweise? Logischerweise kann ich sie nicht lesen. Ich frage mich halt immer, ob das irgendwie ein Hinweis ist. Das ist so eine... Ist das eine Spitzhacke? Fragezeichen? Huch! Ich wollte ins Inventar. Okay, keine Spitzhacke, aber von der Form her kommt es trotzdem hin. Ich versuche einfach mal was. Mehr als verlieren können wir auch nicht. Das Problem an Point-and-Click-Adventures ist halt auch, dass man theoretisch alles mit allem irgendwie kombinieren könnte, sollte, was auch immer. Von daher, Knochen haben wir. Boah, ich weiß schon gar nicht mehr, was wir alles haben.
Ja. Hä? Okay, ich habe dir eine. Ja. Ich habe ihm das, eigentlich gerade nur. Okay, das ist lustig. Was mit der Mund über seinem. Albern. Ich habe ihm das gerade eigentlich nur aus Spaß gegeben. Wie gesagt, bei Point-and-Click-Adventures, man muss irgendwie einfach mal alles ausprobiert haben. Was hat der uns denn jetzt? Hat er uns jetzt was gegeben? So, man weiß halt nie, was man womit kombinieren kann, was man wem geben kann, was man irgendwie wo braucht. Das Inventar ist voll. Und ja, man muss halt einfach alles ausprobieren. Wo war denn das nochmal? War das in die Richtung? Ah, guck mal. Ach, guck mal, und da ist auch auf der Tür diese Spitzhacke, die gerade bei diesem Pixelschrift-Dingsi. Und hier bellt es. Ist das unser Hund? Ist das unser Hund? Hier war noch diese Zeichnung. Das hatte ich ja beim letzten Mal probiert. Mit dem Hebel. Das ging ja nicht. Huch. Warte, wie war das? Rein und runter. Rein und runter, logischerweise. Da würde ich das gerne reintun. Geht aber nicht. Geht das da rein? Ah. Okay, wo der Pfeil nach oben zeigt, können wir das runter machen. Und wo der Pfeil nach unten zeigt, können wir das nicht. Die Logik erschließt sich mir nicht ganz. Irgendwie habe ich heute, verhaspel ich mich heute andauernd. Verzeihung dafür. So, und jetzt? Haben wir das gemacht? Aber es tut sich nichts. Ah, was hatten wir denn jetzt? Ja. Müsste das jetzt nicht eigentlich entriegelt sein? Mal mit einem Knochen irgendwie. Ja. Die Maus irgendwas. Der Vogel irgendwas. Nein? Komisch ist halt, dass da immer noch dieses Auge angezeigt wird. Aber wir können nichts machen. Umarmen wahrscheinlich auch nicht. Das macht wenig Sinn. Ja, gut. Was auch immer uns das jetzt gebracht hat. Hallo? Da hinten kam die, genau, dieses Moped-Roller-Tüdelü-Fahrzeug, genau das da. Das konnten wir nicht benutzen. Die hat uns irgendwie nur. Huhn. Haben wir nicht noch einen Hühnchenkopf? Okay, darauf reagiert die nicht. Was sagt die? Oh. Ah, die hat doch gerade irgendwas. Müssen wir zu dem fetten Huhn vielleicht? Das war. Ach, habe ich nicht. Ich habe doch ein Auto. Wieso laufe ich denn? Ha, man merkt. Uah. Ja. Man merkt. Ich habe es länger nicht gespielt. Ich muss erst mal wieder reinkommen. So. Dort? Irgendwo? Ach, man kommt in den Wald nicht mit dem Auto, das macht ja sogar Sinn. Das macht sogar Sinn. Dann laufen wir das Stückchen.
Lauf, lauf, lauf. Da, war das da? Da. Ja, hier liegen ja Reifen. Da ist ein Reifen. Ah, okay, okay, okay. Hm. Kann ich mir den nehmen? Wieso habe ich das denn in der letzten Aufnahmesession nicht gemacht? Habe ich das da nicht gesehen? Das war doch jetzt gar nicht so schwer. Ja. Manchmal muss man einfach mal Abstand zu einem Spiel gewinnen, um weiterzukommen. Okay, dann haben wir jetzt den Reifen. Ach ja, hier kann man kein Auto fahren. Den Reifen, dann können wir das Moped reparieren. Es geht vorwärts. Hätte ich echt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. So, hier kann man das Auto wieder benutzen. Das müsste dort sein. Ja. Und dann reparieren wir das. Können wir jetzt damit fahren? Können wir nicht. Oh, ich dachte, man könnte dann damit fahren. Ja, wobei, wir haben ja ein Auto. Wir brauchen es ja nicht. Wir haben repariert. Haben wir. Ja, haben wir gemacht. Okay, wir haben einen neuen Freund. Ein neuer Freund und eine Errungenschaft freigeschaltet. So, kriegen wir jetzt irgendwas von dir? Ja, warte, warte. Ah, kann die Maus dadurch? Oder der Vogel? Ah, die Maus. Kiste X, Hund, komisch, Kiste in Dings, Hund, okay. Ja, was auch immer. Eine 3, ist das relevant? In Waggon 3. Achso. Kann noch irgendwas machen? Hund in die 3. Kann der Vogel hier was machen? Ah, guck mal, der Vogel kommt hier auch hin. Okay. Huch. So, stehen hier LKWs? Ein LKW mit einer 3 drauf vielleicht? Nö. Die Maus kann hier auch nicht weiter. Nö.
So, da konnte der Vogel hin. Ah, warte, da ist eine 3. Der ist jetzt bei der 2. Das hier ist die 3. Wie kriegen wir den denn? Wie kriegen wir denn den Hund zur 3? Hallo? Ausgang? Der Hund ist dort. Oh, guck mal, jetzt sitzt die hier. Okay, können wir der das mit dem Hund irgendwie sagen? Geht das irgendwie? Ja. Hund? Oh. Okay. Ist da noch was drin? Kann die Maus da rein? Weil da waren wir auch schon, also. Das hatten wir ja schon, oder nicht? Ist hier noch irgendwas? Ja. Gucken, ob sich. Okay, jetzt sitzt die an beiden Orten. Echt jetzt? Echt jetzt? Und ich hatte gehofft, es ginge endlich weiter. So. Gibt's da noch irgendwas? Hier war ja. Ach ja, hier gab's ja noch irgendwie so ein Boot und. Und die Band. Hier war das Boot, es ging nicht. Geht das jetzt doch? Nee, geht nicht. Habe ich irgendwas, was man mit dem Boot kombinieren kann? Wo das ja wahrscheinlich nicht. Knochen. Das macht ja alles keinen Sinn. Macht keinen Sinn. War da noch irgendwas drin? Wird da schon alles angeguckt? Puh, kann man schlafen? Oh, kennen wir die schon? Erstmal das angucken. Okay, ich klicke, aber es tut sich nichts. Die mag keine Vampire. Wir sind kein Vampir. Wir sind kein Vampir. Wir haben dieses Ding, das uns proved, dass wir kein Vampir sind. Okay. Hat die nicht anerkannt? Ja, sie mag ja keine Vampire. Wenn wir das jetzt anziehen, ist das wahrscheinlich nicht so gut.
Okay, sie reagiert gar nicht erst drauf. Auch gut. Warte mal. Das Schnipsel. Oh, kann man da was nehmen? Darf man nicht. Okay. Schnipsel. Sind damit diese Schnipsel gemeint?